So, hallo. Zeit für ein anderes Game. Ich hatte mal Bock. Ich habe hier durch Zufall ein lustiges Game gesehen. Ist mal was ganz anderes. Ist ein Horde-Survival. Ein nordisches. Allein von den Videos her und da es eine Free-Demo ist, habe ich gedacht, wir schauen uns alle zusammen an. Also wer Bock hat, ich verlinke das unter dem Video. Ich hau euch einfach mal dazu. So. Da sind wir auch schon. Wir gehen ja mal rein ins Spiel. Wir können verschiedene Welten spielen, die natürlich noch nicht frei sind. Aber die auch erst in der Vollversion kommen werden. Ja, wir lassen mal die Schwierigkeit. Kannst du natürlich noch anpassen hier. Bis zur unfassbaren Insanity. So, also spielen wir mal. Wir gehen einfach gleich mal rein. Erste Welt. Es gibt einen Talentbaum. Da müssen wir aber noch ein bisschen was freizocken. Ich habe, glaube ich, ungefähr 100 Stunden in Dead Must Die. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, aber schon lustig gestaltet hier. Ich glaube, ich bin in der richtigen Position. Muss man das sehen? Nee. So. Ich habe mir gedacht, wir gehen einfach mal, wenn wir jetzt hier ein paar Punkte eingesammelt haben, auf Nahkampf. Sutus Inferno. Kälte. Ich glaube, wir rollen das mal. Die Klaue, Klaue und durchwerfen, ne? Also, ja, erstmal die Klaue mit. Die macht so ein bisschen. Ja, ich würde sagen, ein bisschen AOE-Schaden. Aber eigentlich auch nicht, weil es, ich glaube, es wird als Nahkampf gewertet. Jawohl. Das ist jetzt ein Levelaufstieg hier. Da können wir uns jetzt aussuchen, was wir mitnehmen. Hier unten ist die Blut. Das Blut, was wir einsammeln von den Gegnern, ist unsere Währung. Da kann man hier wieder rerollen. Ich glaube, maximales Leben. Durchdringen ist ganz cool. Ich glaube, wir nehmen Durchdringen mit. Wir nehmen mal Durchdringungsschaden mit. Dann werden aber auch alle gehittet, wenn wir ein bisschen Flächenschaden machen. Jawohl. Sieht schon ganz gut aus eigentlich. Das spawnen ja auch schon richtig größere fliegende Viecher. So. Feuer, Feuernova. Wir upgraden einfach mal die Kralle ab, bis es nicht mehr geht. Oh, die haut schon richtig rein. Jawohl. Die goldenen Äpfel, die ihr oben sieht. Sieht man den Cursor eigentlich? Ja. Da kann man sein Leben wieder herstellen. Deswegen nimmt er den jetzt gerade nicht, weil wir noch nicht getroffen wurden. Ja, ich liebe so eine Games. Das habe ich immer gespielt, wenn ich fertig war mit Valorant. Um ein bisschen den Tilt loszuwerden. Weil es macht einfach Bock. Und, ja. Angriffsgeschwindigkeit ist eigentlich ganz geil. Feuerschaden. Lebensregeneration. Nehmen wir mal die beiden mit. So, jetzt haben wir jetzt die ersten Fernkampfeinheiten. Muss mal schauen, wo die sind. Oder wer das ist. Ich glaube, es sind die Fliegeviecher sogar. Gehen wir mal hauptsächlich auf die. So. Dürfen eigentlich gleich in die zweite Wave kommen. Sind wir, glaube ich, doch schon. Kommen jetzt dicke Schweinchen. Die machen so ein, ich weiß gar nicht, die rennen auf dich zu, dann machen sie noch so einen Rutschangriff, glaube ich. Kann mich auch irren. Ja doch. Weltstufe erhöht. Jetzt wird es alles ein bisschen. Ein bisschen krasser wird es jetzt. Atem. Eiskalte Frost. Nee, wir rollen mal. Eisfall. Minions. Na, die nehmen wir doch auch mal mit, oder? Nice. Die hauen ja richtig rein, Alter. Uah. Auf. Wir verschwinden mal von den. Und laufen mal nach oben hier. So. Ich denke mal, dass wenn man. Dass wir noch die Möglichkeit bekommen, auf Crit zu gehen, dass wir da auch. Ordentlich auf Crit gehen, weil ich glaube, wenn die Krallen noch critten, ballert das nochmal zusätzlich krass rein. Angriffsgeschwindigkeit, Kälteschaden, Bewegungsgeschwindigkeit. Ich würde sagen, wir nehmen hier die drei mit. Das hier ist physischer Schaden, aber Bewegungsgeschwindigkeit nochmal 4%. Und auf geht's. Ja, naja, macht das nicht so wirklich bemerkbar, zumindest noch nicht. Irgendwie sehe ich gerade, dass meine Kamera so ein bisschen hinterherhängt. Ist schon wieder, ich weiß nicht, neue Kamera. Neues Licht. Bin immer noch nicht begeistert, aber
So ist es, wenn man sich beraten lässt. Ich weiß nicht. Der eine oder andere kennt das bestimmt. Yo. Erhöht die Anzahl der beschwörten Fähigkeiten. Nice. Achso, ich kann nur eins nehmen. Ich dachte, das sind ja ultra viele auf dem Boden hier. Wir müssen den Sammelradius auch noch erhöhen, falls das geht. Bin schon gespannt, was hier so abgeht, wenn man den Skilltree noch ein bisschen vorantreibt, wenn man ein paar Runden gespielt hat. So, Entzündungschance. Sammelradius haben wir gerade eben noch gesagt. Sammelradius, Bewegungsgeschwindigkeit, maximales Leben. Ja, dann passt das schon. Save mal ein bisschen Money. Vielleicht wird das ja noch ein bisschen teurer alles. So, Sammelradius, ja, merkt man auf jeden Fall. Oh, au. Wir hoffen mal auf einen goldenen Apfel, oder? Gletscherspalte, feurige Rune. Vor Zorn. Ruft ein Blitz vom Himmel. Wir rollen mal. Gletscher. Blutaxt. Er wirft zwei explodierende Äxte. Geil. Obwohl. Ich glaube, wir nehmen zuerst die Klauen. Wir haben zwar erst zwei Angriffe von fünf. Aber wir schauen gleich mal, was wir da noch reinballern können. Weil ich glaube, der... Nee, doch nicht. Ich dachte, die Vögel werden als passiv gewertet. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Ich verliere die ganze Zeit meinen Charakter aus den Augen. Obwohl ich ihn gehighlightet habe schon. Man kann tatsächlich auch das... Die ganzen... Zum Beispiel, wenn du jetzt Schwertwurf oder sowas hast, kannst du das auch manuell machen. Das habe ich jetzt aber umgestellt schon. Ausweichen, Rüstung, Kälteschaden, Sammelradius. Wir rollen nochmal. Blutungschance. Physischer Schaden auf jeden Fall. Durchdringen, geil. Blutungschance. Hört sich doch schon gut an. Scheppern gleich die Klingen auf jeden Fall richtig hardcore rein. Nice. Mir gefällt das Spiel richtig gut. Also ich, wie gesagt, free ist unter dem Video verlinkt. Wer da Bock drauf hat, mal selber ein paar Runden... Kann sich da ruhig, ich meine, und die Installation, ich meine, oder der Download, was hat es jetzt gedauert? Nicht mal eine Minute und dann ging es schon auch schon ab. Also ist das die Elite-Runde hier? Das geht ja richtig easy. Man erhöht die Modifikation der Fähigkeitsschadens um 30%, das ist natürlich übertrieben krass. Eigentlich wollten wir noch einen zweiten. Aber wir nehmen erstmal nochmal die Klauen mit. Dann scheppern die noch mehr rein. Besonders gegen die Elite-Schweinchen hier und diesen lauter Fernkämpfer. Können wir schnell loswerden. Jetzt laufen wir mal außen rum und holen die ganze XP von da hinten. Irgendwie nervt mich ein bisschen, dass meine Kamera so hinterher hängt. Das sieht dann aus, als ob ich die ganze Zeit. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Falls jemand einen Tipp hat, kann er ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, Blutungschance. Multiplikator für kritischen Treffer. Nice. Ja, nehmen wir nur die beiden mit. Den Rest brauchen wir nicht. Wir gehen auch nicht auf Zauber. Also zumindest in der Runde nicht. Rein da. Los, let's go. Warum greift er nicht an? Au. Gut, dass wenigstens ein paar Äpfel spawnen. Nochmal um 10% Zahn des Riesen. Durchbohrt. Wir maxen mal die Klinge, die Kralle. Ich denke mal, dass die jetzt schon am Ende ist, oder? Also, weiß ich, vielleicht gibt es auch 10 Level auf den Fähigkeiten. Nicht so. Aua. Und Lebensregeneration wäre auch ziemlich gut, eigentlich. Aber hier droppen ja noch genug Äpfel. So.
Wir sind schon in Weltstufe 7. Ich denke mal, dass ab Weltstufe 10 ein Boss spawnt. Lass uns mal. Lass uns mal überraschen. Wie leveln wir den? Ich kann irgendwie meine Werte nicht aufrufen. Vielleicht im Menü gleich, wenn wir unseren Skill upgraden. Okay, Weltstufe 8. Easy. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und dann könnt ihr auch mal den Talentbaum sehen, den man tatsächlich dann hochscalen muss. Dann brauchen wir auch ein bisschen mehr Schaden, würde ich sagen. Durchdringungsschaden, das, ne? Unterkühlung, kritische Trefferchance, Bewegungsgeschwindigkeit. Wo rollt man denn bitte? Schauen wir mal nicht mehr. Ach, Leertaste. Nice. Kann man ein bisschen rumdashen. Da ist dieses Cooldown über dem Kopf. Au, au, au. Wir gehen mal hier unten den Apfel holen zuerst. So, jetzt aber. Alter, die Distanz von der Klinge ist ja auch insane. Es wird aber, werden aber ganz schön viele Gegner mittlerweile. Wir können jetzt zweimal dashen. Bum bum. Das denke ich mal ganz gut, um dann beim Bossfight ein bisschen auszuweichen. Ich weiß zwar nicht, was da kommt, aber ich denke mal, dass man. So. Level 9 quasi. Also die Gegner. Komm, vom Bossfight müssen wir noch irgendwas hochziehen. Vielleicht noch eine dritte Fertigkeit. Oder Fähigkeit. Wäre ziemlich gut. Jawohl. Thors Hammer. Wirft Thors Hammer in die Richtung einer. Ich weiß nicht. Nochmal Fernkampfschaden um 30%. Wir nehmen mal den Hammer mit. Ja, doch. Müssen wir noch ein bisschen. Ja, da war der Hammer. Der macht auch so ein bisschen. Fliegt so durch ein paar Gegner durch. Ja, da wir auch durchdringend Schaden haben, ballert das wahrscheinlich auch nicht rein. Wir machen jetzt schon fast 100 Schaden, wenn es crittet. Naja, gut, 83, 86 habe ich hier gesehen. Ach, Scheiße. Eieiei, okay. Hauptsache, er ist riesig, Mann. Let's go. Oh oh. Hilfe, Hilfe. Wow. Ich bin mir erstmal hier die Minions loszuwerden, aber ich glaube, die spawnen immer hinterher. Na gut, wir machen schon ein bisschen Schaden an dem Kollegen. Aber jetzt auch nicht massiv viel. Multiplikat, Alter, 26%. Ja, wir nehmen nur das mit. Aber wir haben schon ordentlich Kohle. Wir nehmen jetzt mal den nächsten Upgrade halt komplett mit. Ich weiß nicht, was das hier macht jetzt. Ich glaube, da darf man nicht rein. Wir holen uns mal schnell den Apfel hier drüben. Ah, den brauchen wir gar nicht. Jetzt brauchen wir ihn. Au. Gut, wir haben ihn schon fast über die Hälfte. Das wird noch. Ich weiß nicht, was die Hand jetzt macht auf dem Boden, ne? Ich glaube, da darf man einfach nicht reinlaufen. Wir wollen es nicht rausfinden, oder? Wir schauen mal. So. Dashen wir hier. Ah, ne. Kurz stehen bleiben und dann. So. Jetzt aber. Voll rein da. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es dann vorbei ist. Nee, ist es nicht. Tatsächlich. Geht noch weiter. Sammeln wir mal hier die ganzen Kunden ein. Der hat übertrieben viel gedroppt, Mann. So. Andere Seite ist auch noch ein Haufen. Weltstufe 11. Das hing tatsächlich jetzt nicht mit dem Boss zusammen. Sondern. Kann auch die Zeit. Oh nein. Da habe ich nicht aufgepasst, so schnell kann es gehen, ja. Da waren einfach vier, die mir richtig Schaden gegeben haben. So, was war die krasseste Fähigkeit? Die Klauen tatsächlich.
Und die Raben. Okay, wir können das Thor's Hammer, glaube ich, nächstes Mal klemmen. Aber es kann auch sein, dass ich, weil wir den nur einmal abgegradet haben. So, jetzt schauen wir mal, ob wir in Level 2... Wow, wir sind sogar schon Level 4 jetzt. So. Ne, wir wollten ja jetzt nicht in die Runde rein. Wir wollten uns ja erstmal den Skilltree angucken. So. Natürlich kein XP dafür. Weiter. Menü. So. Ja, wie gesagt, ist eine Demo. Wird irgendwann mal in Early Access starten, hoffe ich. Dann werden hier auch, denke ich mal, ein paar Sachen freigeschaltet, so wie bei Dead Must Die. Kann ich euch beide Spiele mal unten und verlinken. Jetzt gehen wir erstmal in den Talentbaum schauen. Hier gibt es verschiedene, die aber auch noch in der Entwicklung sind. Da kann man dann wahrscheinlich verschiedene Charakter spielen. Also davon würde ich mal ausgehen. So, was ist die als erste? Wir nehmen mal die physischen Schaden. 0,5% Crit, Trefferchance. 10% Multiplikator für kritischen Treffer. 5% Angriffsgeschwindigkeit. Hört sich doch schon mal gut an. Treffen unter einem Grundangriff reduziert die Abklingzeit einer zufälligen Fähigkeit um 0,2 Sekunden. Okay. 65% erhöht die Chance, eine physische Fähigkeit zu ziehen. Das nehmen wir doch mal mit wahrscheinlich. Wir haben noch einen Punkt übrig. Blutungsschaden und Durchdringen. Angriffsgeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit. Das hört sich doch gut an. So. Es gibt in dem Game, nee, in dem Game glaube ich nicht, aber es kommt bestimmt noch, einen Streamer-Modus. Und sollte ich mal live gehen wieder und jemand Bock drauf haben, das im Livestream mitzuspielen und die Fähigkeiten auszusuchen, fühlt euch free. Ich arbeite auf jeden Fall daran, dass ich mal wieder geregelt live gehe. Und wir machen jetzt einmal noch eine Runde, würde ich sagen. So. Unser Kollege ist jetzt ordentlich abgegradet und ich denke mal, dass wir jetzt noch nicht one-hitten, aber gleich bestimmt. Er kommt aber reingesprintet hier. So. Schau mal. Ich würde, glaube ich, wieder auf die Klinge gehen, aber dann noch mit AOE diesmal. In der Kombi. Wir rollen einfach mal. Wirbelschlag. Ich nehme mal den Wirbelschlag diesmal mit. Oh, der hat auch Reichweite. Also ziemlich gut so. Ich kann mich gerade nicht an das andere Game erinnern, was wir mal gespielt haben. Hat auch einen Streaming-Modus. Das, was glaube ich jeder gespielt hat. Mit den Vampiren. Ungefähr genau. Auch ein Horde Survival. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Vielleicht fällt euch der ein. So, Schockschaden. Angriffsgeschwindigkeit, Durchdringungsschaden. Ich glaube, Angriffsgeschwindigkeit durchdringen. Gut. Hat fast gepasst. Irgendwie ist die Kamera so weit unten, als ob ich nach unten gucken würde. Irgendwas ist schon wieder verändert. Ja. Ruf Blitze vom Himmel, zufällige Bewegung. Beschwöre Feuertornado. Feuertornado? Let's go. Ah, der scheppert aber auch ordentlich rein. Zumindest jetzt noch. Müssen wir mal ein bisschen im Blick behalten, was wir jetzt noch upgraden müssen. Ein Kollege hat gesagt, immer auf die Fernkampfeinheiten gehen. Der Rest ist eigentlich egal. Weil die werden irgendwann zu viele. Und dann wird man mehr von den Fernkampfeinheiten zugespammt. Und dann umkreist und dann einfach endet die Runde meistens super schnell. Erhöht die erhaltene Erfahrung. Lebensregeneration 3. Nice. Das ist 3 Punkte. Und 10. Ja. Gut. Wir sind immer noch in der Weltstufe 1 gerade. Aber gleich steigen wir bestimmt auf. Wir schauen mal. Jawohl. Ah, spuckt Feuer in Form eines Kegels in Richtung der... Aha, Wirbelschlag. Ja. Zerschmettert den Boden in Richtung der... Aha. Wir schauen mal.
was hier so abgeht. Der Feuertornado, bin ich ehrlich, der wird bestimmt auch nochmal richtig krass, wenn man davon zwei oder drei hat. Zusammen mit den Raben? Leute, wir haben das Bild auf jeden Fall schon für diese Runde. Ich bin der festen Überzeugung, dass man, Alter, dass man auch irgendwann auf mal Feuerschaden, Rüstung. Ich glaube, wir rollen mal. Multiplikator für Crit. Bewegungsgeschwindigkeit, Lebensregeneration. Ja, Unterkühlungschance, easy. Wir nehmen mal jetzt alles mit, weil wir haben glaube ich die letzte Runde beendet mit über 4000 oder so, oder 3000. Und haben es besser als brauchen, ne? Einfach alles upgraden. Bum, bum, bum. Jetzt stacken wir die mal hier so ein bisschen. Das war knapp. Hier sind jetzt die Vögel, glaube ich. Okay. Jawohl. Ah, Alter. Die machen aber ein bisschen zu wenig Schaden, muss ich hier mal sagen. Die Klinge ist da deutlich krasser. Ich hoffe, die Kralle mal nicht. Ich hoffe, dass wir da noch was bekommen dann. Sammelradius, Lebensregeneration. Genau reingelaufen. Top. Au, au, au. So, jetzt. Guck mal, die Weltstufe erhöht. Wir haben noch gar keinen Upgrade bekommen. Gletscherspalte. Wir nehmen nochmal das Raben-Upgrade. Die haben in der letzten Runde so krass reingehauen. Liegen jetzt auch schon so schnell im Kreis. Dann müssen wir nochmal die Angriffsgeschwindigkeit davon hochballern. Hier geht's weiter. Ja, gleich die Fernkämpfer hier wegballern. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Wirbelschlag so zufrieden bin. Ist mir eindeutig zu knapp hier, alles. So. Feuerschaden, kritische Trefferchance, Rüstung, Leben. 800, top. Einmal alles bitte. Alles mitnehmen. So, brauchen wir auf jeden Fall im nächsten Levelaufstieg noch einen zweiten Tornado. Elitewelle. Ach, scheiße. Schauen, ob wir die packen jetzt. Nur mit dem hier. Das sieht ganz schön. Wird ganz schön knapp, glaube ich. We will see. Hui. So. Durchwerfen. Wir nehmen Durchwerfen mit, oder? Macht er das einfach so? Ja, es macht er einfach so. Sehr geil. Ich hatte nämlich auf. Man kann natürlich auch selber aimen. Habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt. Da muss man einfach nur im Menü das Häkchen wegmachen. Für Auto-Aim. Aber manchmal wählt er ein bisschen weird aus. Jetzt ist sogar die Stufe hochgegangen, obwohl wir noch 700 Elite-Gegner hier am Start haben. Sehr gut. Wir machen also zu wenig Schaden. Aber vielleicht mit dem nächsten Upgrade ändert sich das ein bisschen. Komm schon, physischer Schaden. Durchdringen. Sammelradius können wir mitnehmen. So, jetzt kommen. Ja doch, sieht schon ein bisschen besser aus. Jetzt auch nicht. Der Tornado mal hier reingeballert. Ah, sind immer noch so viele Elite-Gegner hier. Nicht das fit. Ja, zwei Weltstufen. Elite-Welle ist immer noch am Leben. Ich weiß nicht, ob wir damit den Boss legen können.
Feuernova. Wirbelschlag. Ja, verbessern wir den mal, dass er vielleicht ein bisschen mehr Schaden macht. Ja, doch. Der krittet schon ordentlich jetzt rein. 107 habe ich schon wieder gesehen hier. 62. Ja, doch. 106, 107. Passt. Machen wir ein bisschen langsamer hier. Jetzt sieht es doch gut aus. So. Falls euch das Video gefällt, könnt ihr ein Like da lassen. Das würde mich sehr freuen. Und ein Abo, wenn ihr Bock drauf habt, noch mehr zu sehen. Ich denke mal, dass ich ab und zu mal hier in die Playlist ein neues Game reinhau oder hier einfach weiterspiel. Falls das ganz okay ankommt, dann Multiplikator für kritischen Schaden, Ausweichrolle. Nice, können wir zweimal. Entzündungschance. Nehmen wir alles mit. So, wo waren wir? Da unten. Freut mich auch, dass so unfassbar viele Leute bei Enshrouded jetzt immer reinschalten. Hops dafür. Danke. Ja, man muss nicht mehr lange warten, dann ist auch die Facecam bei Enshrouded mit drin. Aber ich habe so gedacht, ich nehme erstmal auf, bevor die Kamera hier geliefert wurde. Jetzt ist sie ja da, wie ihr seht. Aber es hapert immer noch an den Einstellungen. Aber eines Tages werde ich alles über diese verdammte Webcam wissen. Und vielleicht mache ich darüber dann auch ein Video. Falls ihr dann nicht wisst, wie man eine Kamera einstellt. Ich weiß es zum Beispiel noch nicht richtig. Deswegen werde ich probieren, alles darüber zu lernen. Herrlich. Oh, wir sind Weltstufe 9. Wir müssen mal ein bisschen hier Gegner loswerden. Schnell. Feuernova. Zerschmettert den Boden. Und jetzt haben wir noch schnellere Wirbelstürme. Zumindest theoretisch. Ja, genau reingedasht. Oh, oh, oh. Wo ist der nächste Apfel? Vielleicht mal den Fernkampfeinheiten hier auf die Mütze geben. Ich finde, es ist sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ich habe schon viele andere Horde Survival gezockt. Und, ja, die, jedes ist für sich so ein bisschen unique. Und, das hier wird bestimmt auch absolut, absolut krass gehen. Also, wie gesagt, wer Bock hat, Link ist unter dem Video. Einfach runterladen und selber mal ein bisschen grinden hier. Freue mich schon, wenn es weitergeht bei den Jungs. Ah, ja, ja. Jetzt weiß ich, was passiert, wenn man im lila Feld steht. Und einfach langsam. So, kritische Trefferchance, Blutungschance, Multiplikator für kritischen Treffer. Und Durchdringungsschaden, das ist ja hier Jackpot. Jawohl. Ist natürlich super für die Dolche. Vielleicht durchdringen die jetzt ja mal komplett. Wir werden erstmal hier kurz die Minions los. Ja, aber das dauert deutlich länger wie in der vorigen Runde. Mal schauen, ob wir den überhaupt legen hier, weil gleich spawnen nochmal stehen bei mir. Wenn wir bei unserem Kollegen hier stehen, da kommt die zweite Hand. Aua. Voll rein da. So. Da, mit dem nächsten Level dauert das noch eine ganze Weile. Die Raben wieder am Start. Ja, wie gesagt, wir haben ein bisschen zu wenig Schaden, würde ich mal sagen, gegen unseren Kollegen hier. Naja, aber jetzt hat der Tornado mal getroffen. Zumindest teilweise. Gut, gut, gut. Oh oh. Jawohl, den schaffen wir diesmal auch tatsächlich, obwohl wir so wenig Schaden hatten. Ich glaube, wir sind letztes Mal auch in der Runde 11
durch einen doofen Zufall gestorben. Ich glaube, wir sind das letzte Mal einfach stehen geblieben in diesen roten Kreisen. Was macht ihr den Boden, Thor Summer? Langsam bewegender elektrischer Impuls. Das hört sich doch auch gut an. Eieiei. Das ist ja fett. Und wie lange er bleibt, ja? Noch einer? Okay. Vielleicht wird es auch so eine OP-Fähigkeit. Schauen, ob wir noch einen zweiten Tornado, wenn er eine getriggert wird, bekommen. Aber so wirklich Schaden macht er jetzt nicht, ja? 5,2 Schaden. Da macht der Tornado schon deutlich, deutlich mehr. Ah gut, die Kombination macht's auch, ne? Wenn, Oh oh. Warte schon, wir kommen nicht mehr raus hier. Aber gleich dürfen wir Stufe 12 erreichen. Das ist dann, nice view. Oh oh. Das war aber knapp. So, hier alle Erfahrungen mal mitnehmen, die hier so rumliegt. Es werden langsam richtig, richtig viele Gegner. Immer noch zu wenig Schaden hier. Aber jetzt wird dran gearbeitet auf jeden Fall. Das sieht nicht gut aus. Aber wir leben noch. Der Tornado soll mal in die andere Richtung fliegen, verdammt. Jetzt, komm. Na gut, wenn so viele auf dem Haufen stehen, scheppert die kleine Sonne da auch rein. Nimm sie einfach mal Sonne. Sieht aus wie eine Sonne. Elektrische Kugel. Das spawnt auch immer vor einem, ja? Muss ich ja mal sagen. Jawohl. Physischen Schaden, Angriffsgeschwindigkeit, Ausweichchance und Rüstung nehmen wir wieder alles mit. Vielleicht hilft uns das ja ein bisschen weiter. So ein Run wie bei Dead Must Die, wo man nur auf Rüstung und Ausweichen geht. Und dann einfach. Und auf Angriffsgeschwindigkeit, wenn du so eine bestimmte Fähigkeit triggerst. Und du dann die ganze Zeit dastehst und dich im Kreis drehst wie so ein Wahnsinniger. Und gar keinen Schaden mehr bekommst. Das war schon fucking insane. Aber gut, ich glaube, die haben schon wieder so viele neue Patches rausgehauen, dass ich mal wieder reinschauen könnte eigentlich bei Dead Must Die. Vielleicht lade ich das als nächstes hoch. Kann natürlich sein. Wir schauen mal. So, wir haben schon Stufe 13 erreicht. Ich bin ja begeistert, wie das hier doch besser läuft wie in der vorigen Runde, wo wir mehr Schaden gemacht haben. In der vorigen Runde. Müssen wir die mal ein bisschen hier an die Seite treiben. Jawohl. Nice, jetzt haben wir zwei Tornados. Wie gewünscht. Zwei sind natürlich auch crazy. Was geht's? Schöpfen wir mal ein. Jawohl, beide sind sogar drin. Vielleicht kriegen wir noch einen dritten. Oder mal ein bisschen Schadens-Upgrade. Würde natürlich ein bisschen weiterhelfen. Erfahrung. Los geht's. Bisschen heilen und einen Schluck Kaffee. Jawohl. Elitewelle, jetzt bin ich mal gespannt hier. Ich glaube, jetzt werden wir einfach dahin gerafft werden. Aber gegen Elite-Gegner ballert er hier richtig Schaden raus. Ja. 112. Brauchen mehr Äpfel jetzt. Mehr Äpfel für uns. Bitte, bitte. Komm schon. Einen kleinen Apfel, bitte. Nur einen kleinen. Wunderbar. Müssen wir mal hier durch die Mitte. Jawohl. Bewegungsgeschwindigkeit.
Ja, wir rollen mal. Multiplikator für Crit und Treffer. Das ist natürlich insane. Feuerschaden, Ausweichrolle. Ah, ne, Kälteschaden auch noch mit. Jetzt haben wir 3 Ausweichrollen. Also, glaube ich. 1, 2. Achso, wir lassen mal alle. Oh. Immer noch die Elite-Welle. Wir sind Level 15. Aua, aua. Level 16, also Weltstufe. Schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Vielleicht bis zum nächsten Boss. Vielleicht gibt es auch keinen nächsten Boss. Kann ja sein. Ich weiß nicht, wie lang das Game ist. Vielleicht geht es ja auch bis Level 100 oder so. Wie bei Brotato. Ich glaube, das 100 auch das Ende. Bin mir aber nicht ganz sicher gerade. Oh, oh. Wo sind die ganzen Tornados? Los rein dann durch. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt gleich eine andere Fähigkeit können wir gar nicht mehr bekommen. Aber vielleicht die, den Wirbelschlag nochmal, oder? Durchwerfer. Eisfeil. Wir rollen mal. Wir nehmen mal diese Kugel, dass die ein bisschen mehr Schaden macht. Ich weiß gar nicht, stand da gerade 30%. Ah, wir kritten jetzt 136 rein. Aber die Kugel macht jetzt 6,8 Schaden. Ich glaube gleich ist hier für vorbei, so schnell wie die anderen Leute hier rumlaufen. Oh oh. Schicken wir die mal ein bisschen hier auf die Seite, um mal die XP in der Mitte abzustauben. Und so viele kleine. Ja, ein bisschen ausweichen, also von daher können wir da mal durch. Das ist nicht weiter wild. Letztes Mal auch gesagt und dann direkt gestorben. So. Müssen wir mal diesen fetten Block an Gegnern hier auflösen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir bis Level 18 kommen, oder Weltstufe 18. Ich meine, weiß gar nicht. Ich muss mir nochmal im Replay angucken, woran wir tatsächlich gestorben sind in der ersten Runde. Ich glaube, auf so einem roten Ding sind wir stehen geblieben. War halt schon low. Und dazu ist dann auch so ein Minion gespawnt und hat uns gleich einen auf die Mütze gegeben. Sammelradius, Feuerschaden. Wir rollen mal. Multiplikator, Angriffsgeschwindigkeit. Multiplikator für Crit natürlich, 21%. Wir haben 189% Multiplikator für Crit. Nice. Erhöht die erhaltene Erfahrung und Schockschaden. Wir nehmen ja alles mit. Bum bum. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen reinkritten hier. 77 macht der Base Attack jetzt. Oh. Das ist natürlich auch fette. So ist es, wenn man nicht aufpasst und total begeistert ist von seinen Fähigkeiten. Und diesmal war tatsächlich das Wirbelsturm-Inferno am krassesten. Also 287.000 Schaden. Crazy, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Wirbelschaden war wirklich Arschritze. Da hat der Dolchwerfen noch mehr Schaden gemacht wie Wirbelschlag. Also vielleicht mal zusätzlich irgendwie dazu, aber so als Base-Fertigkeit, nee. Wir gehen jetzt nochmal in den Skilltree und gucken, was wir da upgraden können. So, wir haben ja hier die 3 Rune. Was ist die fette Rune? Momentum des Kriegers. Treffer mit einem Grundangriff reduzieren. Treffer mit deinem Grundangriff reduzieren die Abklingzeit einer zufälligen Fähigkeit um 0,2 Sekunden. Klingt eigentlich OP, okay, was haben wir hier? Fließendes Blut. Du hältst 0,5% Bewegungsgeschwindigkeit für jeden blutenden Gegner. Scharfrichter. Der Schaden an Feinden mit weniger als 25% Gesundheit wird um 25% erhöht. Oh, das klingt auf jeden Fall. Dann müssen wir. Wie viel haben wir denn? 2? Hit haben wir hier. Das klingt auf jeden Fall interessant. Jetzt haben wir noch einen.
Blutungschance. Ich weiß gar nicht, ob wir alles freispalten können oder uns für einen Weg entscheiden. Das kann man bestimmt auch irgendwie zurücksetzen oder so irgendwann. Kann man das? Tatsächlich, man kann sie einfach rausnehmen. Also ist nicht so wild, wenn wir uns da ein bisschen verskillen. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da unter dem Video. Ist nochmal das Game verlinkt, falls ihr es runterladen wollt. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye!